Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Tour. Wunderbar, mit der Sparta Challenge. Und ja, das wird ein einfaches Spiel, weil ich habe 3 Pekiniere. Und okay, hä? Ja, ich habe gerade nur 3 Fernkämpfer gesehen, aber an sich ist es auch wurscht. Ich habe Kavallerie. Selbst hier ist es ziemlich easy. Ich stelle mich sogar hier ganz schön breit auf, dass der auch schön mich angreifen kann. So, hier, so. So, hier. Warte, ein bisschen weiter zurück. Und ich tue den mal hier. So, voll nett von mir, ne? Oh, ich habe hier sogar noch ein paar Schiffchen. Oh. Wieso macht er denn das? Wo geht er denn hier hin? Deswegen hat er gemeint, dass er das womöglich gewinnen könnte. Weil der hatte so böse Schwertkämpfer. Das ist aber wirklich fies. Wirklich böse. Seid ihr mal fertig? Ich muss hier die ausbremsen. Natürlich haben die überlebt, ne? Hm. Wurscht. So. Tja, was macht ihr jetzt? Hm? Was macht ihr jetzt? Oh nein, da kommt Kavallerie. Und jetzt schnell rennen. Upsi. Wieso sind jetzt 2 wiedergekommen? Doch voll der Quark hier. Voll der Quark. Schnell. Mach die Phalanx runter. Das war zu spät. Die Schlacht wendet sich zu unserem Gunsten. Surprise. Oh, das war's jetzt dann auch. Piu 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 piu.
kommt ja nicht wieder. So. Aber wenn ich ja wirklich stehen geblieben wäre, dann hätte er wahrscheinlich tatsächlich gewonnen. Die blöden Schwertkämpfer, die haben wirklich ein bisschen mit den Speeren Schaden gemacht. Auch nur ein bisschen. Also nicht der Rede wert. Aber den General habe ich, konnte ich nicht. Doch, den habe ich sogar getötet. Den habe ich sogar getötet. Sehr schön. Nee. Was will der denn jetzt? Und was will der jetzt? Wieso habe ich hier so eine winzige Garnison? Alter. Voll die fette Stadt. Uiuiuiui. Aber wieso habe ich so wenige? Okay, er ist hier. Und hier muss er hin, ne? Das ist der Hauptplatz. Aber beziehungsweise hier gibt es gar keinen Hauptplatz. Aber das ist schon mal gut zu wissen. Aber ich habe gar keine Fernkämpfer. Ich habe gar nichts. Also hier habe ich Fernkämpfer. Wo kann ich landen? Schade, dass man hier nicht landen kann. Ich muss dann wohl hier landen. Ist schon eine coole Stadt, muss man sagen. Muss man schon sagen. Kann ich die nicht hier hin? Das wäre so schön. So. Den tue ich mal auch ein Quäntchen näher. So, hier. Schade, dass er nicht hier angreift. Aber ja, okay, hier sind auch keine Türme. Also wäre auch ein bisschen gemein. Nee, das tue ich hier hin. Die dahin. Vielleicht sind es die, die sich noch umdrehen können. Okay. So, mit der Kavallerie muss ich dann schauen. Mit der Kavallerie muss ich dann viel arbeiten. So. Ah, die Stadt ist echt cool. Was ist das denn? Cool. Finde ich ja immer so krass cool, was die damals konnten. Also was die Künstler damals konnten von der Antike. Wir haben ja so ewig gebraucht, um dieses Wissen wiederzubekommen. Das war echt heftig. Wir haben so ewig gebraucht. Also, so eine große Statue, das war im kompletten Mittelalter, also fast. Warte, wann war... der David. Eine kleine Statuette vom David in Bronze. Wann war die? Ah. Kunstgeschichte hier. War das erst in der Romantik? Ah, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall, das war die erste Bronze Statue seit der Antiken. Und das ist halt... also die Romantik ist auch richtig alt, also uralt so ungefähr. So,
Ich hätte aber weniger quatschen sollen, sondern eher schießen sollen. Damit die auch... ihre komplette Munition ausballern können. Bevor sie übernommen werden. So, ich dezimiere mal einfach alle. Ist besser als wenn dann. Es ist besser, wenn zwei oder drei Halbtote kommen, als. Unsere Feinde haben einen Turm eingenommen. Zwei komplette. Was? Warte, ich schaue jetzt mal, wo die hin sind. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Okay, der ist schon tot. Ah, okay, die können gar nicht. Eine gesamte Einheit ist umgekommen. Okay. Wir erwarten eure Befehle. Doppelte Geschwindigkeit! Doppelte Geschwindigkeit! Oh. Achso, okay, ich dachte, hier kommt man auch hin. Aber kommt man ja gar nicht. Okay, der ist auch halb tot. Er hat halt sehr viele Fernkämpfer, das ist echt ein bisschen madig. Unsere Feinde haben einen Turm eingenommen. Aber die Stadt ist tatsächlich am ekelhaftesten, um einzunehmen. Wenn man hier reinkommt, dann sofort ein zweiter Wall mit Türmen. Und also am besten ist es wirklich hier von der Seeseite anzugreifen. Unser General wird angegriffen. Okay, hier ist bis auf den, oh Gott, bis auf den General sind hier nur Fernkämpfer. Steinschleuderer, nur Steinschleuderer, das ist richtig gut. Dann muss ich warten, bis die Infanterie hier reingeht und dann habe ich freies Spiel. Sehr, sehr gut. Und der Turm kann weiterhin ganz normal schießen. Da hat er gerade wirklich hier hingeschossen. Das heißt jetzt ein Blick mit der Mauer, ne? Mit der Mauer. Dem Tor. Naja, dann opfere ich halt die Pferde. Und übernehme wieder das Tor.
So, wohin geht der denn jetzt? Ah, zu dem, okay. So, sehr schön, sehr schön, sehr schön. War das war es auf jeden Fall wert. So, der da. Wird jetzt da aufgehalten. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Der feindliche General ist tot. Ja, mal hier gar nichts gemacht. Oh je, der Arme. Gut. Läuft doch. Aber also die Stadt ist halt wirklich echt widerlich zum Einnehmen. Und warum hat eigentlich Massilia nicht eingegriffen? Die sind doch unsere Verbündeten. Oder etwa nicht? Was? Die göttliche Unruhe. Ach. Mission erteilt. Ein Streiter. Habe ich gar keinen Streiter mehr? Wow. Warum habe ich gar keinen Streiter mehr? Ist natürlich jetzt seltsam. Streiter? Fanboys bekommen auch was. Ups. Da bin ich auf den falschen Knöpple gekommen. Und die, also Nightmare bekommt auf jeden Fall auch was. So, sehr schön. Gut, Söldner anheuern. So. Was passiert hier? Tempel passiert hier. So, schon mal ganz nice. Hier, nein. Das da und das da. Dir geht mal weiter. Stimmt, die 3000 könnten auch eine Unterstützung gebrauchen. Ja. Was erforsche ich gerade? Tue ich gerade das da? Nee. Rüstungsschmiede. Ah, das da mache ich gerade. Weinmarkt. Okay. Kultur. Okay. Also minus 9. Wieso denn? Instabilität der Provinz und Gebäudeverarmung. Ach, das ist doch doof.
Hier. Armung. Verarmung. Mir mal das da. Okay. Okay. Dann switchen wir mal wieder rum. Jetzt kann ich mir schon wieder nichts leisten. Das ist echt krass. Weil an sich, warte mal, wie viel verdienen wir denn? 41.000 verdienen wir. Und Ausgaben 17.000, okay. Ja. Brauchen wir noch das da? Und dann können wir hier in der Provinz dann auch ein bisschen Panem machen. Ein bisschen mehr öffentliche Ordnung. Apropos Panem. Wir können doch hier sicher... können wir nicht. Nächste Runde. Ey, ganz ehrlich. Was habe ich gerade gemacht? Hier, der da. Da mache ich hier einen Würdenträger. Wachstum brauche ich hier nicht. Öffentliche Ordnung. Öffentliche Ordnung. Das da. Sehr schön. Dann let's go. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Sparta nicht mehr lange dauert. Oh la la. Das wird ein cooler Kampf. Wird zwar kacke, weil meine sehr angeschlagen sind. Und ich habe nur 18, ne? Die Fanboys. 2, 4, 6, 7, 14. Ja, 18. Und der hatte lusitanische Adelige, 4 Stück davon. Und dann noch Schwertkämpfer, die mit Speeren. Ja, das wird interessant. Aber erst in der nächsten Folge. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bye, bye.